Moin, ihr Conan-Fans, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan Exiles. Ja, ihr Lieben, in der Stadt von der Toten. Was, wo sind wir? Hügel der Toten. Ja, Hügel der Toten. Werden wir eine Runde weitere Toten hinzufügen und diese Stadt plündern, denn wir haben es voll drauf. Ne, Beute? Finde ich ziemlich gut. Die Herrschaften werden wir mal von hinten eine gewisse Nackenschelle geben. Hat sie auch sehr überzeugt. Nimm das einfach mal mit. Und das auch, denn ich habe keine Vasen zu Hause. Ich brauch's. Hey! Schießt ihr euch gegenseitig? Ey, niemand trifft mein Beutelchen. Ich glaube, die Miezekatzen haben Spaß. Nach dem Schrei des jungen Mannes zu hören. So, lasst mal gucken. Da oben dürfte auch noch was sein. Ich höre Musik, aber sehe keinen. Oh, guck mal. Kumpel, du solltest auch in die richtige Richtung gucken. Oh, fuck. So. Den jungen Mann nehmen wir auch gleich mal zur Brust. Was hier passiert gerade? Moin! So, ich postiere mich einfach mal hier hin. Er ist zuerst weg. Ey! Da kommt einer. Das ist Beutelchen ihrer. Ich sehe hier nicht mal durch. Mitgenommen, da war was zu essen drin. Oh. Mal mitgenommen. So, Kumpelblase, was bist du? Ja, könnte besser passen. Hi! Putzt du da hinten? Uah. Alle irgendwie auf die Katzen. Also ich kann hier ganz entspannt. Hey, schlägst du mein Beutelchen, sag mal? Uncoole Kiste. Das nehme ich einfach auch mal mit. Mitgenommen. Braucht sie eh nicht mehr als tot. Oh, Beutelchen. Hier, guck mal. Auf den Tisch. Kochspezialität. Kochspezialist. Ich hoffe, wir haben das in den anderen Häusern jetzt nicht verpennt. Mitgenommen. Was wir haben, haben wir. Das ist sicher nichts. Gut, die Hütte haben wir. Dann ist auf der anderen Seite. Also wir müssen dann links abbiegen. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo rüberkommen. Aber es sieht so ein bisschen... Stay back. Ah, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Ey, komm doch mal hier. Bei der Hütte waren wir hier noch gar nicht. So, erstmal plündern. Naja, nee, haben wir nicht. Hi! Danke, Anubis, danke, dass du sie gerade umgenietet hast.
Sie spricht in ihrem Tod. Ich sollte mich demnächst mal ausmisten gehen. Kann hier was trinken? Nö. Nö, Beute. Noch nicht mal saufen können wir hier. Beutelchen hätte sich jetzt gefreut. So. Auf der anderen Seite dürften wir noch nicht gewesen sein. Ja. Hey, Kumpel. There's something moving up there. Hier drin. Ich sehe voll stulle aus, oder? Was? Okay, ich glaube, wir lernen hier gleich den Vogeltanz. Da tun! Ja, das hätte Kali auch alles haben können. So, das Buch. Nein. Wartet mal. So. Nein. Auch nicht. Hier hängt eine Olle in der Luft. Das habe ich erst so spät gesehen. Der Beute, dann lass sie noch eine... Ich sehe hier keine Olle. Ich suche gerade was, Beutelchen. Ich hätte jetzt gerne... Beutelchen! Ich bin in der Kampfpose. Ich hasse es, wenn man gerade was gefunden hat. Hier, guck mal. Wenn Kali das nächste Mal reinkommt. Ich wusste gar nicht, dass wir das hier noch haben. Gut, schön zu wissen. Papp, papp. So, Beutelchen, wir haben aber noch... Ja, jetzt sehe ich die gut auch. Ist aber ein Mann. Sieht leicht aus, als ob er Yoga gerade machen würde. So, wir waren auf der linken Seite von uns nicht. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz raus. Und noch eine Runde rum. Ich habe nicht gerade getrunken. Wieso hörst du irgendwie den Schlürfen? Hat sich so angehört, okay. Ich glaube, du hörst mich doch nicht mal, wenn ich was trinke. Nee, kein Ausschlag. Was wollt ihr denn?
mal, da ist was in der Mitte. Apropos trinken, kann man ja gleich mal kurz machen. Ich glaube, da brauchen wir jemanden, der tanzt. Wir kommen wieder jetzt hin. Wenn nicht, dann klettern wir. Pizza? Oh, ich kann Pizza einsammeln? Wusste ich nicht. Das war ja klar. Ich glaube, ich bin nicht gerade sein Favorit gewesen. Kommen wir denn hier hoch? Was? Armleuchter? Was macht der denn? Ich glaube, wir müssen hier rüberspringen. Ich guck mal. Ja. Mit gedrückter Leertaste. Beide, beide. Und rennen. Gedrückter Leertaste. Gedrückt halten, damit du dich gleich festhältst. Und rennen, Beutelchen. Einmal mit Profis. Jetzt komm, jetzt aber. Und hüpf. Ja, fein, Beutelchen. Fein, ja, hast du fein gemacht. Was? Was? Ist das ein Gemüse? Was haben wir hier? Toga der Schmied. Kaufe Schriftholz. Na toll, haben wir nicht. Schön, ich habe wieder keinen Sound. Quatsch, der Beutelchen voll. Mitgenommen? Kann mir immer noch nichts kaufen. Gut, wir haben Toga gefunden. Da können wir irgendwelche Schriftrollen kaufen. Aber momentan ist, glaube ich, hier nichts weiter los, ne? Das können wir mal wegpacken, das können wir wegpacken. Das können wir wegpacken. Das Rest behalte ich jetzt einfach mal. Was haben wir hier hinten? Ich weiß nicht, ob wieder... Beutelchen regelt. Oh,
Verderbnis. Gut, wir haben irgendwas aktiviert. Ich habe jetzt keine Ahnung, was. Nehme ich einfach mal so hin, ne? Hat Beutelchen hoffentlich auch gemacht, aber Beutelchen war ja schon als erstes dran. So, letzte Hütte ist da hinten, auf der linken Seite, Beutelbeutel. Da werden wir einfach mal kackendreist drüber gehen. Und plündern. Ich glaube, Licht brauche ich gar nicht mehr. Guck mal, die freuen sich doch schon alle. Sind ganz große Fans von dir. War ein großer Fan. Ja, ich bekämpfe einfach mal kurz die Luft. Fährt hier ein Zug gerade? Hä? Ist hier gerade ein Zug lang gefahren? Der verfluchte Hügel. Ja, ja. So, wo ist denn der junge Mann? Da, guck mal. Heute. Das ist ein ganz großer Fan. Der hat sich sogar beeilt. Sich immer alle. Moin! Ganz komischer Sound hier gerade. Sehr komischer Sound. Oh Gott, der ist aber groß. Ja, Beute, der ist groß. Guck mal, den kann man. Ja, okay. Ich gehe meine Runde rum. Und sag mal hallo. Oh, eine Truhe erstmal plündern. Nehme ich mit. Gut, Anubis geht schon mal vor. Der will nur Beutelchen. Was? Das war's schon. Oh, was haben wir denn hier? Was habe ich denn da Schickes eingesammelt? Torgas Rezeptfragment. Info. Der alten Zeitguide der Genius von als einzigartig ein hinterließ seine Nachfahren. Oh. Dann lass uns mal zu Toga gehen. Hast du mitbekommen, Beutelchen? Nee, das jetzt. Wollte ich gerade Anubis irgendwo hinschicken? Ich kann hier nichts machen. In
entweder hat T-Net gerade einen leichten Virus oder sie wurde gerade gehackt oder sie hat eh eine Klatsche. Ich glaube eh das dritte. Ja, seht ihr? Sie hat eine Klatsche. Ich kann hier nicht interagieren. Kannst du was machen? Sieht so stulle aus. Nein. Kann ich irgendwas damit machen? Nee. Kann ich nicht. Das Teil brauchen wir nicht. Ja, komm, Eisenschüssel. Eisenpfanne eigentlich. Das brauchen wir nicht. Austernfleisch. Yeah. Kompost. Weg damit. Lass uns mal zu Typ Nummer Geistertyp da. Typ Nummer Geistertyp, alles klar. Das heißt, wieder zurück und mal gucken, ob er sich die Tafel angucken kann. Der Sound hört sich so dumpf an. Ist das nur bei mir so poetisch oder ist er auch bei dir gerade so dumpf gewesen? Ah, jetzt hört er sich nochmal an. Gut, das lag anscheinend an der Hütte. Du hast gar keinen Sound? Läuft bei dir. Ah, das nächste Problem. Gut. Ja, Beutelchen. Wir kümmern uns gleich drum. Immer auf den Boden E drücken. Dann lässt du ihn an eine Stelle hingehen. Klappt eigentlich die ganze Zeit, aber ab und zu hat er auch eine Maus. Also, ja. So, selbe Spiel. Wir wollen hier rüber. Was war das? Kumpel, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ich guck mir gerade das Beutelchen an. Guck mal, Beutelchen rennt schon wieder. Ja, geht doch. Beute, Beute. Den ersten Sprung habe ich leider verpasst. Also bist du gut durchgekommen. Davongekommen. Ich bin davongekommen. So. Ah, Schriftrolle. Kauf erfolgreich. Weiß nicht, was ich gemacht habe. Beute, Beute. Ich habe einfach nur gekauft. Das habe ich erlernt. Wie? Total klasse. Rüstung ist schwer. Hat sie gerade Nase geschrieben? Ernsthaft, Beutelchen? Kleiner Kampfzwerg, Alter, ey. Ja, du Tine-Ding. Kann ja wohl nicht wahr sein. Schäm dich.
Gut, wir waren hier also. Das haben wir jetzt alles hinter uns. Ist hier irgendwas noch, was wir gucken könnten? Nee. Sieht soweit nicht danach aus. Vielleicht hier hinten noch. Aber hier oben in der Ecke scheinen wir alles zu haben. Glaube ich jedenfalls. Dann könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir so langsam in den Norden gehen können. Ich sehe echt stulle aus. Wartet, 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 Leute. Wartet. Ja, sieht stulle aus. Beutelchen aus! Du kleines Ding, du Alter! Bist du schon immer so klein gewesen oder? Das ergibt jetzt kein Ja? Es war ein Ja. Gut. Dann Beute, Beute, haben wir hier alles. Da oben geht's in den Norden. Jetzt habe ich das einfach mal mit eingesammelt. Hier haben wir soweit alles. Gut. Ich glaube, hier gibt es soweit nichts mehr. Wir können ja mal da in die Ecke gucken. Am Leuchtestein. Wir können gerne noch mal gucken. Ja. Leute. Hat ich was lieb? Nein, es hat mich lieb. Das Vieh stirbt immer noch. Aber ich glaube, an Leuchtestellen können wir absolut gar nichts machen. Aber man wird uns da eh drauf hinweisen, ob wir irgendwas vergessen haben, Beute. Beutelchen ist weg. Hey, Beutelchen, kannst du nicht machen. Ich bekomme noch Ärger. So, der Leuchtestein. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht den roten da hinten, sondern den hier. Ja, den meint sie. Einmal da lang. Erstmal überall kleben bleiben. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen zu schnell für das Beutelchen. Nein, ich kann hier immer noch nichts machen. Hi. Ging schnell, ne? Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, dieses Gebiet ist erstmal erforscht. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Ey, du sollst schon tanzen. Okay, doch. Sie macht es. Ich sehe leicht dumm-doof aus, aber egal. Da sieht man den Hüftschwung vom Beutelchen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.